Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie gern im Namen der Volkshochschule im Norden des Landkreises München, heute auch persönlich vertreten im Livestream durch Herrn Dr. Lothar Stets und der Gemeindebibliothek Ismaning zum Vortrag mit Professor Dr. Karl Beine, der über ein in der Gesellschaft vielleicht noch weitgehend unbekanntes Phänomen, aber dennoch umso erschreckenderes Problem referieren wird. Es geht um die schockierenden Erkenntnisse über Tötungen in deutschen Krankenhäusern, und zwar die nicht nur auf Einzeltaten von psychisch gestörten Pflegern oder Ärzten zurückzuführen sind, sondern auch vielmehr darum, dass ein völlig desolates Gesundheitssystem die Grundvoraussetzung im Klinikalltag eigentlich dafür schafft, dass Mitarbeiter eben einmal schnell unverlangte Sterbehilfe ausüben zum einen und vor allen Dingen auch eine Vielzahl von Tötungsdelikten völlig unbemerkt bleiben. Professor Dr. Karl Beine analysiert eigentlich schon seit 30 Jahren nicht nur die Tötungsserien in den Kliniken, sondern beschäftigt sich vor allen Dingen auch sehr intensiv mit dem gesamten Themenkomplex, welches Systemversagen im Gesundheitswesen sozusagen, vor allem im klinischen Kontext eigentlich existiert, dass die Voraussetzungen für solche Tötungsdelikte überhaupt möglich gemacht werden. Herr Beine studierte nach dem Abitur zunächst Sozial- und Literaturwissenschaften, wechselte dann aber auf das Medizinstudium über, promovierte 1983 im Fach Medizin, war dann ab 87 als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie tätig. 10 Jahre später schon, 1997, habilitierte er an der Medizinischen Fakultät der Universität Witten-Herdecke und zwar mit der Habilitationsschrift Krankentötungen in Kliniken und Heimen und die Einstellung der Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen zur aktiven Sterbehilfe. Es folgte daraufhin die Berufung auf dem Lehrstuhl an der Universität Witten-Herdecke für Psychiatrie und Psychotherapie. Und parallel dazu war Herr Professor Beine auch Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am St. Marien-Hospital in Hamm. Herr Beine gilt eigentlich als die Koryphäe auf dem Gebiet der Patiententötungen und hat mehrere Publikationen zu diesem Thema geschrieben, selbst Studien hierzu erarbeitet und durchgeführt. Ganz aktuell zu diesem Thema ist im Juli jetzt diesen Jahres das im Trümmer erschienene Buch Tatort Krankenhaus erschienen, auch Thema des heutigen Vortrags. Und ich darf Ihnen jetzt an dieser Stelle einen erkenntnisreichen Vortrag wünschen und auch eine interessante Diskussion im Anschluss daran. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, guten Abend. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung und herzlichen Dank dafür, dass mit einer Technik, die für mich faszinierend ist, es möglich ist, dass ich jetzt von zu Hause, von meinem Schreibtisch Ihnen ein wenig Einblick gebe in die Arbeit zu diesem Thema, die sicherlich erklärungsbedürftig ist. Wissen Sie, ich bin zu diesem Thema gekommen 1990, weil ein Pfleger, den ich kannte, Patienten getötet hatte, die ich kannte, und das in einem Haus, in dem ich gearbeitet hatte. Und dieses war der Startschuss für die Beschäftigung mit diesem Thema, weil ich sehr davon überzeugt war und bin, dass menschliches Leben nicht zur Disposition gestellt werden kann von niemandem Außenstehenden, allenfalls unter bestimmten Umständen von ihm selbst. Und deswegen habe ich mich diesem Thema gewidmet, bin es nicht losgeworden, es ist mich nicht losgeworden. Und so sitze ich jetzt heute Abend hier und rede zu Ihnen über Tötungsserien. Also wir reden über mindestens 2, mehr als ein Opfer. Und ich rede zu Ihnen auch über Erkenntnisse, die sich ausschließlich beziehen auf den institutionellen Bereich, auf Kliniken in diesem Falle. Also ich rede nicht über ambulante Dienste, wo es zu Verbrechen, bei denen es zu Verbrechen gekommen ist, wie zuletzt in München, wo ein Krankenpflegehelfer zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden ist, sondern es geht um die Kliniken und es geht um Tötungsserien, die ausschließlich begangen wurden und nachgewiesen wurden in abgeschlossenen Gerichtsverfahren. Das sind also gesicherte Erkenntnisse aus Gerichten. Ich will Ihnen kurz zeigen, dass
Wenn es zu einer Tat kommt, wie Sie hier sehen, dass die Entwicklung zur Tatbereitschaft beim einzelnen Täter immer was zu tun hat mit der Situation, immer was zu tun hat mit den Beziehungen in der gesamten öffentlichen Gesellschaft und aber auch am Arbeitsplatz. Und es geht immer um den Dreiklang von Person, von Situation und von Interaktion. Und das gilt selbstverständlich auch und vielleicht auch gerade für Kliniken. Wenn ich den Zeitraum seit 1980 betrachte, dann rede ich über 38 Tötungsserien in Kliniken. Hinzu kommen 17 in Heimen. Die Täter sind in jedem Fall Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, sogenannte Healthcare Workers. Und die nutzen ihre Position dazu, mindestens zwei Patienten zu töten und hatten die Möglichkeit, mehr zu töten. Im deutschen Sprachraum, ich nenne das so deshalb, weil Sie sehen, dass es in Österreich zwei Fälle gegeben hat und Sie sehen, dass es in der Schweiz einen Fall gegeben hat. Diese 11 Tötungsserien, die sind im deutschen Sprachraum passiert und 11 Täter und Täterinnen, denen wurden 190 Tötungen nachgewiesen. Sehen Sie, es ist ein immenses Problem, immens schwierig, die Todesursache kausal zurückzuführen auf eine Intervention. In diesen 190 Tötungen, die nachgewiesen wurden, ist das zweifelsfrei gewesen. Und dringend verdächtig waren aber sehr viel mehr, nämlich mehr als 400 Tötungen. Und es ist so, dass der Fall Nils Högel, der Ihnen wahrscheinlich allen im Gedächtnis ist, in Delmenhorst und Oldenburg, dieses Dilemma besonders hat deutlich werden lassen, weil mehr als 130 Menschen, die während der Dienstzeit von Nils Högel verstarben, wurden Feuer bestattet. Und demzufolge konnte keine Beweisführung, keine Todesursachenfeststellung mehr stattfinden. Es ist nicht so, dass im deutschen Sprachraum die Taten vorwiegend, wie man denken könnte, auf Intensivstationen passierten, sondern sie passierten sowohl auf peripheren Krankenhausstationen als auch auf Intensivstationen. Und es ist vielleicht wichtig, Ihnen zu sagen, dass wir hier reden über 6 Männer und 7 Frauen. Und wenn Sie wissen, dass der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen im Krankenpflegeberuf bei 85-86% liegt, dann sehen Sie eindeutig, dass der Anteil der männlichen Täter im Verhältnis deutlich überwiegt. Ich mache Ihnen einige wenige Beispiele von Tötungsserien. Michaela R. aus Wuppertal wird verurteilt wegen 5-fachen Totschlags, fahrlässiger Tötung. Sie sehen den Tatzeitraum, 5 Monate. Den bitte ich Sie zu beachten, weil er eine Rolle spielt im Hinblick auf die Möglichkeit zu intervenieren. Sie tötet Michaela R. in Wuppertal auf der Intensivstation und ihre Tötungsmethode sind Medikamente, in diesem Falle blutdrucksenkende Medikamente. Sie wird damals in einem aufsehenerregenden Prozess verurteilt zu 11 Jahren Haft, ist inzwischen längst frei wieder und arbeitet aber nicht in einem pflegerischen Beruf. Dieses ist die spektakuläre Tötungsserie im Krankenhaus in Wien, wo 2 Pflegerinnen, Irene L. und Waltraud W., über 7 Jahre, das ist für europäische Verhältnisse ein langer Zeitraum, in den USA gibt es längere Zeiträume,
Sie töten in Wien im Krankenhaus in Lainz im Pavillon 5 und sie haben insbesondere eine brutale, einzigartige Tötungsmethode. Im Täterjargon heißt das Mundpflege. Mit anderen Worten, wenn ich das beschreibe, wenn schwerkranke Menschen hauptsächlich durch den Mund atmen, dann muss man regelmäßig ihre Mundschleimhäute befeuchten, damit die Mundschleimhäute nicht völlig austrocknen. Und dieser Vorgang ist von den Pflegerinnen missbraucht worden, und zwar brutal missbraucht worden. Sie haben mit einem Spatel den Zungengrund nach unten gedrückt und damit den Schluckreflex unterbunden, verunmöglicht und haben Wasser in die Lunge der Opfer laufen lassen. Und dieses hieß im Täterjargon Mundpflege. Und sie sind beide verurteilt worden zu lebenslanger Haft, inzwischen aber auch wieder auf freiem Fuß. An jedem Einzelbeispiel hier lassen sich Phänomene aufzeigen, die für alle mehr oder minder gelten. Sehr ausgeprägt in Wien ist die Schwäche der Führung, das Desinteresse der Führung an den Arbeitsverhältnissen in Wien. Es interessiert kaum jemanden, obwohl die Leute Alarm schlagen, dass sie dort überfordert sind. Und der damalige Primar, so heißt das, sie sind ja sehr viel näher dran an Österreich und wissen wahrscheinlich sehr viel besser, wovon ich rede. Der Primar hatte ziemlich viel Reputation verloren wegen permanenter Frauengeschichten während der Arbeit und wenig Empathie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sehen Sie, das ist Wolfgang L. von dem Jahrgang 1956. Das ist der Krankenpfleger, den ich kannte. Und er hat Patienten getötet, die ich kannte. Und das ist für mich so unfassbar gewesen. Und es ist im Grunde genommen bis heute noch unfassbar, dass er Menschen tötet aus eigenem Antrieb, wie wir später sehen werden. Und er tut das mit Luftinjektionen. Und Sie müssen wissen, dass um einen Menschen mit Luftinjektionen zu töten, muss ich jedes Mal ungefähr 200 Milliliter Luft aufziehen in Spritzen. Für eine halbwegs gut ausgestattete Station verfügen wir über 20 Milliliter Spritzer, muss also 10-mal das ansetzen. Und er ist verurteilt worden zu 15 Jahren Haft. Deshalb, weil man zu seinen Gunsten angenommen hat, dass die Opfer, die er getötet hat, bewusstlos waren. Und nach dem Urteil des Gerichtes, des Landgerichtes in Bielefeld, kann man einen bewusstlosen Menschen nicht ermorden, sondern er ist dann verurteilt worden wegen Totschlags. Stefan L. tötete ganz in ihrer Nähe in Sonthofen in Bayern. 12 Morde, 15 Totschläge. Er tötete mit Medikamenten, Beruhigungsmedikamente, muskelentspannende Medikamente und ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In Sonthofen lässt sich besonders gut studieren das Bemühen der Kolleginnen und Kollegen in der Hierarchie Gehör zu finden dafür, dass mit Stefan L. was nicht in Ordnung ist. Aber von der Hierarchie werden diese Rückmeldungen ignoriert, abgebügelt, bis dahin, dass der Stationsschwester vorgeworfen wird, sie pflege einen zu emotionalen Führungsstil. Und das führt dann dazu, dass ein Team resigniert und verfährt nach dem Motto, na, wenn wir schon nicht gehört werden, dann müssen wir uns auch nicht die Mühe machen. Sie sehen hier Irene B., tötet über einen Tatzeitraum von 16 Monaten in der Charité auf der Intensivstation
mit blutdrucksenkenden und Beruhigungsmitteln insgesamt 5 Menschen. Sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt und befindet sich inzwischen in Berlin im offenen Vollzug. Vorläufig der letzte rechtskräftig verurteilte Täter in Deutschland ist Nils H., Krankenpfleger in Delmenhorst und in Oldenburg. Nachgewiesen wurden ihm 87 Morde und mehrere versuchte Morde. Er mordete über einen Tatzeitraum von 53 Monaten und er tötete ganz im Gegensatz zu allen anderen bisher erwähnten Täterinnen, und er ist im deutschen Sprachraum auch der einzige. Er tötete, indem er Notfälle provozierte durch Medikamente und sich anschließend profilierte als grandioser Retter, denn er war ein guter Krankenpfleger im Hinblick auf die Befähigung zur Reanimation, und er konnte besonders gut mit bewusstlosen Patienten Defibrillationen durchführen. Er war, das muss man schon sagen, manch einem neu anfangenden Ärztin überlegen. Und er wurde verurteilt 2015 und 2019 zu diesen 87-fachen Morden, 2015 wegen 2 Morden und 2019 wegen 85 Morden. Und ich möchte Ihnen gerne diesen Fall etwas genauer erläutern. Sie sehen, er ist geboren in Wilhelmshaven, besuchte dort die Grundschule und die Gesamtschule, machte eine Ausbildung zum Krankenpfleger und wechselte nach Oldenburg in die Klinik und war dort von Dezember 2001 bis 2002, dann wechselte er nach Delmenhorst. Er war zwischenzeitlich verheiratet und hat ein Kind. Die Ehe ist inzwischen geschieden. Es ist so, dass sie sich lösen müssen von dem Gedanken, dass irgendetwas auffällig gewesen wäre an der Biografie, an dem Verhalten von Nils Högl. Er hatte in der Klasse einen guten Stand, war später sogar Klassensprecher in seiner Pflegeklasse und er war geschätzt, beliebt bei Frauen, er spielte gut Fußball. Es gab nichts von dem, was man sagen würde, das auffällig war. Allenfalls hatte er ein missgebildetes Ohr, Sie sehen es leicht angedeutet hier, von dem er später gesagt hat, dass er sich geschützt hat durch besondere Anpassungsleistungen, davor gehänselt zu werden, und dass er deswegen sich bemüht hätte, immer beliebt zu sein und nicht anzuecken. Dieser Nils Högl hat dann sein erstes Opfer im Februar 2000 getötet in Oldenburg. Er hat dort insgesamt 31 Menschen getötet und später in Delmenhorst am 24. Juni 2005 sein letztes Opfer. Im Juni 2006 wurde er erwischt. Eine Krankenschwester, eine Kollegin, die schon Verdacht geschöpft hatte vorher, sah ihn bei einer eindeutigen Verrichtung und hat Alarm geschlagen. Und es gibt, wie Sie unschwer erkennen können, eine Latenz von 7 Tagen zwischen dem Erwischtwerden durch eine Kollegin und der Strafanzeige der Klinik. Es hängt damit zusammen, dass die Klinik zunächst einmal bei diesem Patienten, der das Opfer war von Nils Högl, eine Blutprobe entnommen hat, das Ergebnis abgewartet hat. Das kam 2 Tage später und es war ein Freitagvormittag. Und Nils H. hatte an diesem Freitag seine letzte Schicht, bevor er in Urlaub ging.
Und so haben die Verantwortlichen gedacht, man könnte ihn arbeiten lassen und hätte dann etwas Zeit. Und just an diesem Abend des 22.06., nee, nicht wahr, am Abend, zwei Tage später, das mag der 24. gewesen sein, tötet er sein letztes Opfer. Also als die Klinik bereits wusste, dass er manipuliert, hat er weiter getötet. Und dieses ist jetzt demnächst Gegenstand eines Strafverfahrens gegen die Verantwortlichen in der Holocaust. Er bekommt im Jahre 2006 ein erstes Urteil. Er wird verurteilt wegen versuchten Totschlags zu 5 Jahren Gefängnis und zu 5-jährigem Berufsverbot. Der BGH hebt das auf, die Mordmerkmale seien nicht ausführlich geprüft worden. Und so kommt es zu einem erneuten Verfahren. Dieses Verfahren endet mit einem zweiten Urteil am 23.06.2008. Und er bekommt jetzt 7 Jahre und 6 Monate und ein lebenslängliches Berufsverbot. Und zwischen September 2008 und Mai 2008, als er in das zweite Verfahren hier einsteigt, arbeitet er weiter in Altenpflegeheimen und im Rettungsdienst. Und es gibt dort zahlreiche Verdachtsfälle, die aber niemals ermittelt werden können. Er hat dort keine nachweisbaren Opfer hinterlassen. Der Verdacht ist aber geblieben. Es gibt dann 2015 ein drittes Urteil, das nur deshalb zustande gekommen ist, weil eine Hinterbliebene, die Tochter eines tatsächlich, wie sich später herausgestellt hat, Opfers von Nils Högl, nicht locker gelassen hat und die Staatsanwaltschaft in Oldenburg nicht aus der Pflicht entlassen hat und sehr langatmig, sehr geduldig und mit ganz viel Kraft erzwungen hat, dem Grunde nach, dass weiter ermittelt wurde. Und so kam es dann zu diesem dritten Urteil im Jahr 2015, wo er in 2 Fällen zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Und während dieses Verfahrens erzählt Nils H. einem Gutachter, dass er weitere Menschen getötet hat in Delmenhorst. Er schwört Stein und Bein in Delmenhorst und nur in Delmenhorst und niemals in Oldenburg. Und so setzen die Behörden, die Polizei und die Staatsanwaltschaft eine Ermittlungskommission ein, die im Laufe der nächsten Jahre 134 Exhumierungen durchführt auf 67 Friedhöfen in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen und in einem Fall sogar in der Türkei. Es gibt ein viertes Urteil am Ende dieses unsäglichen Versagens von Krankenhäusern und aber auch der Justiz. Ein Urteil wegen 85-fachen Mordes mit Berufsverbot, ein lebenslang besonderer Schwere, in der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Und es gibt eine Fülle von Vertuschungsbemühungen von Seiten der Kliniken, die ihnen heute Gerichtsverfahren eintragen wird. Das werden Sie gleich noch hören. Ich erzähle Ihnen ein bisschen, was bei den Tätigkeitsfeldern gemeinsam gewesen ist. Es gab eine unzureichende oder gar kontraproduktive Medikamentenkontrolle. Also in Delmenhorst beispielsweise stieg während der Dienstzeit von Nils Högl der Verbrauch eines bestimmten Medikamentes, nämlich Gilorhythmal, das er vorwiegend benutzte, von 2002 50 Ampullen in 2003 auf 225 Ampullen und im Jahr 2004 auf 380 Ampullen. Und
Bemerkenswert ist, dass dieses Gilorhythmal in Delmenhorst nur bestellt werden konnte zu Beginn der Tätigkeit von Nils H. über eine sogenannte Sonderanforderung. Das ist ein bürokratisch etwas aufwendigeres Verfahren als eine Routinebestellung. Die Arzneimittelkommission dort beschäftigt sich mit dem Verbrauchsanstieg von Gilorhythmal und als Reaktion wird das Bestellwesen vereinfacht und simplifiziert, so dass die Nachfrage dem Verbrauch angepasst wird. Es wird nicht inhaltlich geprüft und ich behaupte, dass diese ausgebliebene Prüfung sehr zu tun hat mit den Kosten von Gilorhythmal, ein preiswertes, billiges, kaum verwendetes Medikament. Hätten wir hier geredet über teure Antibiotika oder teure Zytostatika, wäre sicherlich genauer hingekommen. Sie finden hier wie überall lang andauernde und ungelöste Konflikte zwischen Mitarbeiterinnen oder innerhalb der Hierarchie in den Tatorten. Und was am gravierendsten ist, ist das, was ich nenne, eine permissive Arbeitsatmosphäre. Ich habe Ihnen das einmal angedeutet in Sonthofen. Das ist ein Phänomen, das man an vielen Tatorten beobachten kann, dass die Hierarchie sich nicht wirklich interessiert für das, was vor Ort vor sich geht, was passiert. Kritische Bemerkungen und Rückmeldungen auf erkennbares Fehlverhalten werden nicht beantwortet. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Eindruck, es interessiert niemanden wirklich so genau, was wir hier vor Ort tun und mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben. Und bitte halten Sie im Hinterkopf, dass dieses auch gespiegelt hat, die ausbleibende und fehlende Wertschätzung, insbesondere gegenüber pflegerischen Berufen, lange, lange Jahre, bevor es zur Pandemie kam und dann plötzlich die Systemrelevanz von Pflegeberufen gesehen wurde und es den Beifall von Balkonen gab. Und diese permissive Arbeitsatmosphäre, von der ich hier spreche, ist ein wesentliches Moment im Hinblick auf das Entstehen eines Arbeitsklimas, das begünstigend wirkt auf die Täterinnen und Täter, die dadurch Tatbereitschaft entwickeln oder zumindest überhaupt nicht gehindert werden daran, diese Tatbereitschaft zu entwickeln, weil wichtig ist, dass nach allem, was ich weiß, kein Täter direkt angesprochen wurde auf die Auffälligkeiten, die beobachtet wurden, sondern es wurde verfahren nach dem Motto, ich melde das mal nach oben und melden macht frei. Und wenn dann die Hierarchie sich nicht kümmert, dann ist es so, dass die Dinge ihren Lauf. Sie sehen hier, dass, wen würde es wundern, unerwartete Sterbefälle sich häufen an diesen Tatorten. Aber es ist so, dass nur vereinzelt darauf überhaupt reagiert wird. Es ist so, in Oldenburg, also bevor Nils H. 2002 von Oldenburg nach Delmenhorst wechselte, gab es in Oldenburg bereits einen Verdacht. Es wurde von Seiten des Chefarztes eine Liste angefordert von der pflegerischen Stationsleitung, in der die Todeszeitpunkte von Patienten mit dem pflegerischen Dienstplan abgeglichen wurden und Nils H. bei weitem der häufigst Anwesende bei diesen Todesfällen war. Dieser Vorgang ist gegangen bis zur Geschäftsführung und die hat laut Protokoll des Betriebsrates festgestellt, dass die Gefährdung der Abteilung, so hieß es, ja des gesamten Klinikums nicht zu akzeptieren ist, aufgrund von Verdachtsmomenten, wie es hieß, und vielen Zufällen. Der Betriebsrat, der das getan hat, was ein Betriebsrat tun soll, hat gefragt, ob es sich bei Nils H. nicht auch um
versehentliche Schädigung von Patienten hätte handeln können. Und der Vermerk, der jetzt in den Gerichtsunterlagen existiert, sagt aus, dass der Geschäftsführer das für nahezu ausgeschlossen hält. Dieser Geschäftsführer in Oldenburg wurde später Geschäftsführer in Delmenhorst, also in der gleichen Klinik, in der Nils Högl dann zwischenzeitlich nicht mehr arbeitete, sondern verhaftet war, und ist derzeit der Geschäftsführer des städtischen Klinikums in Dortmund, des größten Klinikums hier in Nordrhein-Westfalen. Die Reaktion der Geschäftsführung auf die vielen Ungereimtheiten in Sachen Nils Högl war, dass er von der Intensivstation versetzt wurde in die Anästhesieabteilung. Auch hier gab es innerhalb von kurzer Zeit eine Reihe von unerklärlichen Vorfällen. Und so legte man ihm nahe, die Klinik zu verlassen, versprach ihm ein gutes Zeugnis. Und dieses Zeugnis hat man ihm geschrieben. Man hat ihn testiert, dass er umsichtig, gewissenhaft, selbstständig gearbeitet hätte, überlegt, sachlich und sei im Mitarbeiterkreis und bei Vorgesetzten beliebt und geschätzt gewesen und dass er jetzt das Klinikum auf eigenen Wunsch verlasse. Bitte bedenken Sie, dass nach diesem Zeugnis dieser Mann unmittelbar und direkt eine Anschlusstätigkeit in Delmenhorst findet und in Delmenhorst 56 Menschen tötet. Da kann man mit Fug und Recht reden von einer Abwehrhaltung gegenüber dem aufkommenden Verdacht. Diese Abwehrhaltung gibt es in fast allen Kliniken, bei denen es zu ersten internen Verdächtigungen kommt. Und es ist so, dass im Hinblick auf den Umgang mit internen Verdächtigungen dieses in der Tat eine schwierige Geschichte ist. Weil auf der einen Seite natürlich niemand gerne sich betätigen möchte als ein Denunziant und niemand gerne Kollegen anschwärzen möchte. Ich habe selber erlebt, dass in dem Berliner Prozess ein Pfleger gesagt hat, wir sind alle hier, um das Leben von Menschen zu retten. Wie kann man da denken, dass einer von uns dagegen arbeitet? Es war für mich ein völlig authentisch wirkender Pfleger, so wie die allermeisten, die ich je kennengelernt habe, und der sichtlich berührt und geschockt war über das, was da passiert war. Aber es gibt auch andere Sachen. So gibt es zum Beispiel aus Wien die Aufforderung an eine der späteren Täterinnen von einer Kollegin, die nie strafrechtlich belangt worden ist, die hat zu Waltraud W. gesagt, geh mit, dann geht es vielleicht schneller. Oder bei Teamkonferenzen hieß es, die Waltraud ist heute nicht da, der kann nicht sterben. Und in Gütersloh, so die Gerichtsprotokolle, ist es gar so gewesen, dass eine Krankenschwester zu Wolfgang L., der an diesem Tag Nachtdienst hatte, gesagt hat, die will ich morgen früh hier nicht sehen. Und es war in der Tat so, dass am nächsten Morgen drei Patientinnen tot waren. Und von daher reichen die Aufdeckungsbarrieren von Image-Sorgen, die das öffentliche Ansehen einer Klinik über die Patientensicherheit stellen, bis hin zu einer wirklichen Arg- und Ahnungslosigkeit, bis hin zu einer fast verdeckten Komplizenschaft. Und ich will Ihnen kurz zeigen, von welcher Bedeutung das ist. Sie sehen, dass es hier einen internen Verdacht 85 gibt und dass es weitere 16 Menschen das Leben kostet. Bei Wolfgang L. ist es im September 1990, wo hausinterne Ermittlungen eindeutige Verdächtigungen ergeben, und es dauert bis Dezember 1990 und es gibt drei weitere Opfer. Hier sehen Sie vier weitere Opfer in Berlin. Vier weitere Opfer und günstig gerechnet bei Nils Högl sind es 56 Opfer, die, nachdem eindeutige Verdachtsmomente vorlagen, weiter von ihm getötet werden. Es ist so, dass die
Häufigkeit eines Kollegen in Anwesenheit der Todesfälle auffällt. Es fällt auf, dass alle Täter lange vor ihrer Verhaftung Spitznamen, einschlägige Spitznamen haben. Högel heißt Todeshögel oder Sensenhögel. Es gibt Menschen, die in Deutschland Vollstrecker heißen. Wir kennen den Spitznamen Todesvogel, Todesengel. Und es ist so, dass stellenweise relativ schwer verständliche Vorgänge passieren, wie das zum Beispiel in Anwesenheit des Täters bei einer Feier gescherzt wird über die häufigen Todesfälle und der Täter selber, in diesem Fall Wolfgang L., sagt, na, dann bin ich wohl der Todesengel. Es ist so, dass überall defizitäre Leichenschauen stattfinden. Nur in einem einzigen Fall sind Tötungsserien überhaupt in den Fokus gerückt wegen einer gewissenhaften Leichenschau. Die Rate der Leichenschauen in Deutschland ist drastisch zurückgegangen, aus Kostengründen. Und das, was eigentlich notwendig wäre, qualitativ, wird nicht getan. Und es ist so, dass die Tätigkeitsfelder insgesamt gekennzeichnet sind dadurch, das Verfahren wird nach dem Motto, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Und man ist bemüht, das Problem zu erledigen, indem man den verdächtigen Menschen, die Person los wird, indem man sie freistellt, ohne Gesamtverantwortung zu übernehmen dafür, dass dieser Mensch ja auch weiter töten kann. Ich will Ihnen einige Sachen sagen zu den Opfern. Kein Opfer bittet um die Tötung. Also wir reden hier nicht über Tötung auf Verlangen, sondern wir reden über veritable Tötung von Totschlag bis Mord. Die Opfer sind fast alle hochbetagt und multimorbid. Aber der Zeitpunkt des Todes kommt für die Behandler, wie sich im Nachhinein herausstellt, fast immer überraschend. Natürlich sterben in Krankenhäusern Menschen und natürlich sterben dort vorwiegend alte und multimorbide Patientinnen und Patienten. Aber es ist trotzdem so, dass in vielen Fällen der Tod erwartungsgemäß in den meisten eintritt, aber längst nicht immer und in diesen Fällen überhaupt nicht. Frage: Was sind das für Menschen? Das, was wir ziemlich sicher wissen, ist, dass wir reden über Personen, die ausgestattet sind mit einer überdurchschnittlich großen primären Selbstunsicherheit. Sie werden vielleicht alle aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihrem eigenen Lebensumfeld oder auch aus ihrem beruflichen Umfeld Menschen kennen, die in besonders intensiver Weise auf Lob angewiesen sind, auf Bestätigung angewiesen sind. Und das gilt für diese Menschen insbesondere, und zwar gleichgültig, ob es sich um die Gruppe der Täter handelt, die direkt tötet, oder um solche Menschen, die in allererster Linie verfahren, indem sie selbstgemachte Notfälle produzieren, um sich anschließend als geniale Retter feiern zu lassen. Sie sehen immer eine absinkende Hemmschwelle nach der Ersttat. Die Verrohung schreitet fort. Nils Högel beispielsweise sagt, dass er sich keine Mühe mehr gegeben hat, das zu verdecken, weil es ohnehin so war, dass das nicht aufgefallen ist. Sie finden überall eine verrohte und brutale Sprache, die schleichend beginnt, wie schleichend beginnt ein fehlendes Unrechtsbewusstsein, ein zunehmend abhanden gekommenes Unrechtsbewusstsein. Das, was vorher von außen betrachtet selbstverständlich war, wird zunehmend in Frage gestellt und es passieren Übergriffe, leichte Schläge, Beschimpfungen gegen Patienten, die völlig daneben sind und völlig unverständlich sind, wenn man es hinterher erfährt.
Und es gibt von Seiten der Täter auffällige Prognosen, so nach dem Motto, na, bis 14 Uhr wird ich schon geschafft haben, das Häppchen mache ich schon. Oder aber bis heute Abend kann die nicht überleben und es wird gemeinsam gelacht. Und anschließend ist es so, dass die Täter in diesem Fall zur Tat geschritten sind. Es ist eine immens wichtige Feststellung, dass keiner der Täter weltweit als schuldunfähig angesehen wurde. Sie sind alle forensisch-psychiatrisch intensiv untersucht worden und keiner ist schuldunfähig. Also sie wussten, was sie taten und sie konnten es stoppen, wenn sie gewollt hätten. Das wollten sie nicht. Sie selbst geben an, dass sie aus Mitleid getötet hätten in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle. Also in Deutschland und in Österreich, in der Schweiz einzig Nils H., der etwas anderes sagt, dazu später. Typische Einlassungen sind, ich wollte Ihnen in Ihrer ausweglosen Situation Leid ersparen, oder aber ich konnte nicht mehr mit ansehen, wie der sich quält. Oder Irene Becker sagt, dass sie am göttlichen Willen mitgewirkt hätte. Im Gegensatz dazu Nils H., der aus Geltungssucht und Selbstüberhöhung gehandelt hat. Er war, wie er selber sagt, ständig auf der Suche nach Sensationen, nach Reizen. Es gibt Menschen, die in besonderer Weise anfällig sind, wenn ihr Tag eine gewisse Routine hat und nichts Neues mehr passiert. Und der pflegerische und der Arztberuf sind ja hochgradig gekennzeichnet dadurch, dass Routine relativ gering ausgeprägt ist, wenn ich jetzt mal das berühmte Beispiel des Finanzbeamten dagegen setze. Also in einer Klinik, in einem Krankenhaus erlebt man wirklich jeden Tag Neues und neue Überraschungen. Und genau dieses Motiv, hören Sie bitte einmal, wie Nils H. es selber erzählt. Dies ist eine Sendung, die der WDR ausgestrahlt hat, die hieß Die Story, wurde produziert von der Reinhold Beckmann Produktion und es stellte sich später heraus, dass Nils Högl für das Interview, das er dort gegeben hat, Geld bekommen hat. Und es ist offensichtlich so, dass in Deutschland Menschen, die massenweise Leute ermordet haben, am Ende auch noch Geld kriegen können für Interviews, die dann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt werden. Hören Sie selbst. Und da habe ich mich natürlich total gut gefühlt. Habe gedacht, boah, ja, das klappt ja alles wieder, oder es klappt alles gut, so wie es eigentlich immer irgendwie war. Diese Rolle habe ich von Anfang an natürlich auch gerne übernommen. So der erfahrene Krankenpfleger aus Oldenburg, dem man im Grunde genommen nicht mehr viel zeigen kann. So waren immer meine Gedanken gewesen. Und ja, die. Auch Ihre Haltung den Kollegen gegenüber. Ja, also ich stand halt gerne auf dem Podest. Ja. Das ist das, was er sagt, und das ist das, was die Täter, die dieser Gruppe zuzurechnen sind, international sagen, dass es um Anerkennung, um Wertschätzung geht, um das Gefühl, unterschätzt zu sein und nicht genügend gesehen zu werden. Nils Högl, ich wollte auf dem Podest stehen. Das, was aber ein häufiges Phänomen gewesen ist, ist, dass der Helferberuf ergriffen wurde, um sich selbst besser zu fühlen. Die wenigsten wissen, dass die Gesundheitsberufe, die pflegerischen Berufe zumal, ein sehr hohes Sozialprestige haben. Und jeder, der in der Personalführung Erfahrung hat, weiß, dass es Menschen mit geringem Selbstwertgefühl gibt, die sich
bewerben in medizinisch-pflegerischen Berufen, weil sie sich davon versprechen, Aufwertung, Selbstwertstabilisierung und Anerkennung. Und wenn genau dieses Motiv eine erhoffte Selbstwertstabilisierung die ausschlaggebende Rolle gespielt hat bei der Jobwahl, dann ist die Enttäuschung die spätere am Arbeitsplatz umso vorprogrammierter, weil Patienten sind nicht immer nett und Vorgesetzte auch nicht, nicht mal Kollegen, sondern es gibt Konflikte. Und wenn es dann zusätzlich noch private Konflikte gibt, dann kann es schwierig werden. Und der Berufsalltag ist mühsam und anstrengend. Und man kann, jeder weiß das von uns, dass es in der Folge kommen kann zu Verbitterungen. Und jeder, der lebt, weiß, dass er die Welt mit anderen Augen sieht und bewertet, wenn es ihm gut geht oder wenn es ihm schlecht geht. Das, was dann, wenn ich gerade meinen Arbeitsplatz verloren habe und meine Frau mich verlassen hat, grau in grau und schwarz sehe, das kann in Situationen, wo mir gerade ein Preis verliehen wurde, und ich glücklich meinen 10. Hochzeitstag hinter mich gebracht habe und die Kinder gut gedeihen, ganz anders. Und so ist es bei der Entwicklung der Tatbereitschaft von Menschen in helfenden Berufen auch. Es kommt zu einem Phänomen, das in der Psychoanalyse projektive Identifikation heißt, ein unbewusst ablaufender Abwehrmechanismus bei Leuten, die eigene Ambivalenzen, eigene Widersprüche, unangenehme Empfindungen, Spannungen, Konflikte nicht ertragen können. Und die werden auf andere Menschen, in diesem Fall auf Patienten, abgelegt, übertragen, projiziert eben. Und die Grenze zwischen eigenem Missempfinden, eigener Verbitterung, die verschwimmt. Der Helfer unterscheidet kaum noch zwischen innen und außen, spaltet sein eigenes Leiden ab auf die Patienten und hat das Gefühl, dass es denen schlecht geht und noch schlechter. Sehen Sie, das markanteste Beispiel für diesen identifikatorischen Grenzverlust ist ein Wiener Mann, ein älterer Herr, der den Anschlag einer Krankenschwester überlebt hatte. Er trat vor Gericht als Zeuge auf und sagte: Ich wusste gar nicht, wie schlecht es mir geht, dass schon wildfremde Leute meinen, mich erlösen zu müssen. Und diese Art von Projektion, von Ablagerung, von Übertragung ist der Hauptmechanismus bei der Tatentstehung. Sie sehen hier den Helfer, der bestimmte Emotionen, Ambivalenzen, Impulse, Bedürfnisse hat, die er nicht ertragen kann bei sich. Das kann er oder sie mit ihrem, mit seinem Gewissen, mit seinem Über-Ich nicht in Einklang bringen. Und so geht er hin und macht unbewusst seine eigenen Emotionen fest bei den Patientinnen und Patienten, überträgt sie gleichsam. Und die Grenze zwischen der eigenen Verstimmung und dem vermuteten Befinden des Patienten verschwimmt zunehmend und wird zu einem Grenzverlust. Aus Sicht des Helfers erscheint das Leiden des Patienten schlimmer, als es tatsächlich ist und von den Patienten selbst empfunden wird. Und sieht nicht die Mechanismen, die dazu führen, dass er diese Situation so einschätzt. Und Sie sehen hier, dass die dauernde Interaktion mit schwerkranken Menschen natürlich den Blick des
Helfers auf die Leidenssituation des Patienten weiter verfinstert. Und insofern ist das von den Tätern behauptete Mitleid mit den Tätern in Wahrheit nichts anderes als ein verschobenes Selbstmitleid auf den Patienten und Patienten, weil der Helfer weiß in aller Regel nichts über die Bedürfnisse, die Wünsche des Patienten, ob er leben möchte, wie er leben möchte, wie er behandelt würde. Das weiß er nicht. Es gibt nicht wenige Fälle, da endete das Leben unmittelbar, nachdem sie auf die Station gekommen war und der Helfer tötete. Die Motive für die Tötung sind weit überwiegend, nahezu ausschließlich in der Person des Täters zu sehen und in der Reaktion der Umwelt. Die Ohnmacht des Täters, die Unfähigkeit, aus der Situation rauszugehen und sich erwachsen, reif zu verhalten, nämlich sich externe Hilfe zu holen oder aber den Job zu wechseln, in Kombination mit den ausbleibenden Reaktionen des beruflichen Umfeldes, trotz sichtbarer, erkennbarer Verdachtsmomente, erfolgt keine adäquate Reaktion. Und die erste Tötung, die dann geschieht, die macht kurzfristig Erleichterung, schafft kurzfristig Erleichterung. Der Täter gewinnt wieder Macht und Kontrolle über die Tötung, weiß aber darum, dass er Verbotenes tut. Und deswegen verschlechtert sich sein Empfinden nochmal. Und das Befinden verschlechtert sich auch durch die permanent weitergehende Konfrontation mit schwerkranken und sterbenden Menschen. Und der überwiegende Teil der Täter in Deutschland, eben wie gesagt nur Nils Högel nicht, nimmt für sich in Anspruch, aus Mitleid mit den sinnlos leidenden Opfern gehandelt zu haben und wollte sie von ihrem Elend lösen. Das hat aber mit dem Empfinden der Opfer nach Aussagen von allen Angehörigen wenig oder gar nichts zu tun. Sie kannten ihre Opfer nicht, sie wussten nicht, was sie wollten. Und sie hätten die Patienten nicht fragen können. Es spiegelt dies das Bild vom verschobenen Selbstmitleid, das Bestreben, sich selbst vom eigenen Kummer und vom Anblick des fremden Elends zu befreien. Und niemand hat in all den Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, das besser auf den Punkt gebracht als die Krankenschwester Irene B. in einem ZDF-Beitrag. Das sehen Sie jetzt. Die Situation, die ich hatte, da hätte ich mich krank melden sollen und nicht mehr weiter arbeiten in diesen Momenten. Ich hatte ja keine Familie, keine Kinder und irgendwie fühlte ich mich sehr allein, sehr einsam und ja. Aber irgendwie war ich nicht ganz orientiert. Die Entscheidungen waren einfach falsch. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich immer gesagt, um Himmels Willen, wie konntest du so etwas machen? Aber ich sah auf einmal bei den Menschen auch gewisse Elende. Und da habe ich gedacht, du hast Elend, sie auch. Bei ihnen machst du Schluss. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit lenken auf den letzten Satz. Ich sah gewisse Elende, ich selbst hatte Elend und ich sah das Elend der anderen und bei denen machte ich Schluss. Da sehen Sie, dass das eigene Leid verschmilzt mit dem unterstellten Leid von Patienten und dass der Handlungsimpuls der Täter im Gesundheitswesen, zumindest der, über die wir jetzt reden, resultiert aus den Motiven der Täter. Die Zeit reicht hier nicht aus, um die Bedeutung der Arbeitsverhältnisse in deutschen Kliniken als mitverursachende Bedingungen für lange Tatzeiträume und für hohe Opferzahlen
zu benennen. Selbstverständlich soll das die Schuld des Einzelnen nicht relativieren. Selbstverständlich muss niemand zum Mörder werden, deshalb, weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Aber wenn Sie sehen, dass in Deutschland eine Krankenpflegerin 10,3 Patienten betreuen muss und in der Schweiz und in den Niederlanden und Norwegen sind es deutlich weniger, dann wissen Sie, dass der Arbeitsdruck so groß ist, dass die einzelne Krankenschwester, der einzelne Krankenpfleger sich wirklich konzentrieren muss auf sein unmittelbares und direktes Kerngeschäft. Es gibt derzeit einen Streik der Krankenschwestern in Berlin und eine Krankenschwester dort hat es in meinen Augen wirklich prima auf den Punkt gebracht. Hören Sie selbst. Das ist ein ganz, ganz, ganz fantastischer Beruf. Wenn man einen Menschen in den Arm nehmen kann, ihn trösten kann, in seiner größten Not da sein kann. Es gibt nichts Entlohnenderes. Aber im Moment kriegt man das auch nicht mehr zurück, denn alle Menschen sind natürlich absolut unzufrieden. Und das verstehe ich auch, aber ich kann da nichts für. Sie kann da nichts für. Und es muss gewusst werden, dass die Arbeitsbedingungen in Deutschland für Krankenschwestern, Krankenpfleger und Ärztinnen und Ärzte so sind, dass sie permanent gezwungen sind, Dinge zu tun, von denen sie überzeugt sind, dass sie nicht ausreichen und dass sie nicht gut und richtig sind. Sehen Sie selbst. Und eigentlich gibt es jeden Tag Situationen, wo ich sage, das kann ich so nicht mehr, das möchte ich so nicht mehr und das mache ich auch so nicht mehr. Und trotzdem gehe ich am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Also man gefährdet jeden Tag Menschenleben und man muss Abstriche machen. Man hat nur schlechtes Gewissen. Man entschuldigt sich die ganze Zeit für die Zustände. Es gibt kaum noch einen Tag, wo man gute Pflege leisten kann. Und eigentlich gibt es ein vorletztes. Einige Bemerkungen, einige Sätze zum Dunkelfeld. Es sollte gewusst werden und bekannt sein, dass unabhängig vom Tätigkeitsfeld und vom Tatort die angezeigten Verdachtsfälle nach kriminologischen Untersuchungen höchstens 50% aller tatsächlich begangenen Tötungsdelikte umfassen. Also nur die Hälfte der tatsächlichen Tötungsdelikte gelangt überhaupt zur Anzeige. Von denen wissen wir, dass auf ein aufgeklärtes Tötungsdelikt ungefähr 2 bis 3 Unentdeckte kommen. Das Dunkelfeld Krankenhaus ist insofern besonders speziell, als in Krankenhäusern eben auch unter normalen Umständen gestorben wird. Leichen, verstorbene Menschen erwecken hier eigentlich keine Aufmerksamkeit. Und wissen Sie, dass in 2016 es 9.110 Sterbefälle gab in deutschen Krankenhäusern und dass alleine 46% dieser Sterbefälle in Krankenhäusern passieren. Und wir alle denken und sollen denken und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Wir alle denken, Kliniken sind sichere Orte und dass dort Verbrechen geschehen, das ist jenseits unserer Vorstellung. Das ist undenkbar für uns, das können wir uns nicht vorstellen. Und wir können uns auch nicht vorstellen, dass es ausgerechnet Helfer sein sollen, die zu Tätern, die solche Verbrechen begehen. Und von innen betrachtet sehen die Mordwerkzeuge aus wie normale pflegerische oder medizinische Verrichtungen. Das können Sie nur hingesehen, wenn Sie sehr genau gucken. Die Opfer, die Angehörigen, aber auch die Kolleginnen und Kollegen sind in besonderer Weise arglos, vertrauensvoll. Weil wann komme ich denn auf die Idee, einem Kollegen zuzutrauen, dass er Menschen tötet? Und dazu noch, wenn er ein Vorgesetzter
Kollege ist. Also, man muss schon sagen, dass wenn jemand wirklich töten will, dass dann Tötungen kaum an einem Ort leichter zu kaschieren sind als im Krankenhaus. Und ich will Ihnen kurz zeigen eine eigene Studie, die erschienen ist im Thieme Verlag im November 2020, also vor ungefähr einem Jahr jetzt, Praxis der Sterbehilfe in deutschen Kliniken, das ist die Deutsche Medizinische Wochenzeitschrift. Und neben vielem anderen wurde da im Herbst 2018 gefragt, wie sie es denn halten, die Mitarbeiter in den Kliniken mit der Sterbehilfe. Und die Sterbehilfe war eben exakt definiert, sodass Missverständnisse ausgeschlossen waren. Es ging um die beabsichtigte Herbeiführung des sofortigen Todes. Und es war bezeichnet als aktive Handlungen, die eine sofortige Beendigung des Lebens zum Ziel haben. Also was die Motivation anbelangt. Und sehen Sie selbst, dass es dabei rausgekommen ist, haben sich 2507 Ärzte beteiligt. Selbst praktiziert hatten 84 Ärzte die aktive Sterbehilfe. Das waren 3,35% der teilnehmenden Ärzte. Und sie haben es praktiziert in 459 Fällen. An anderer Stelle war gefragt worden in dem Fragebogen, ob sie je gebeten worden um Sterbehilfe. Und 46 dieser Ärzte oder 1,83% aller befragten Ärzte waren nicht gebeten worden, hatten aber trotzdem aktive Sterbehilfe geleistet. Ähnliche Verhältnisse bei den Pflegern. Selbst angewendet 2,42 und 1,1 waren nie gefragt worden. Bitte beachten Sie, dieses ist keine repräsentative Studie, wohl aber eine quantitativ nicht geringe, nicht kleine Studie. Wir reden hier über weit mehr als 5000 Teilnehmer. Und die Tatsache, dass dieses ein Tabu ist, dass nicht deutlich angesprochen werden soll, sondern unter dem Deckel gehalten werden soll, das kann man nicht nur ablesen am Verhalten der Geschäftsführungen vor Ort, sondern eben auch an der öffentlichen Rezeption. Was mich besonders erstaunt und auch empört hat, das will ich nicht verhehlen, auf dem Höhepunkt des Prozesses gegen Nils Högl im Januar 2019 gab es bei Welt TV ein Interview mit dem damaligen Geschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Das war Herr Baum, der ist inzwischen das nicht mehr. Und er hat damals Folgendes gesagt. Nun, wir müssen sagen, die Fälle liegen 15 Jahre fast zurück und haben Anlass gegeben, Lücken zu überprüfen, nach vorn präventiv zu handeln. Die ja auch vorhanden waren. Wir hatten in der Vergangenheit verglichen mit dem, was wir heute unter dem Stichwort Patientensicherheit installiert haben, natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Was hat sich denn da geändert in den letzten Jahren? Erstmal die Bundesregierung hat ein Patientenschutzgesetz erlassen, das Verpflichtungen vorsieht, aber auch viele Dinge, die die Kliniken alleine von sich aus gemacht haben. Das heißt, sowas kann sich heute nicht wiederholen? Ich kann fest behaupten, dass sich ein solcher Fall heute nicht wiederholen könnte. Es ist so, dass dieses eine kühne Bemerkung ist, eine, die den Realitäten selbstverständlich nicht standhält. Nach diesem Interview von Herrn Baum ist es so gewesen, dass ein Krankenpfleger wegen fünffachen Mordversuches angeklagt wurde. Das Verfahren läuft derzeit vor dem Landgericht in Saarbrücken. In München, sehen Sie hier, laufen derzeit Mordermittlungen gegen einen Pfleger. In Essen wird derzeit verhandelt gegen einen Arzt.
der Corona-Patienten getötet haben soll. Das Verfahren läuft noch. Und in Bremen wurden zwei Patienten getötet. Die Mordermittlungen gegen den Krankenpfleger sind inzwischen ausgedehnt worden. Und gerade heute hat in Potsdam der Prozess gegen Ines R. begonnen. Sie wird angeklagt, im Oberlinhaus in Potsdam 4 behinderte Menschen, die ihr anvertraut waren, getötet zu haben. Sie sehen, dass die These, dass man sicher sagen kann, so etwas könne nicht wieder passieren, sehr gewagt ist und den Realitäten nicht standhält. Und es wird nicht anders gehen, als dass wir solche Tötungsserien in Kliniken, solche Tötungen in Krankenhäusern nicht für gänzlich ausgeschlossen halten, dass wir sie nicht für sehr wahrscheinlich, aber auch nicht für unmöglich halten und dass wir wachsam sind im Hinblick auf Frühwarnzeichen. Und vielleicht ist es so, dass all diese Aufklärungsarbeit über all die Jahre auch Veränderungen bewirkt, weil in all diesen Fällen, über die wir hier reden, zumindest über den Münchner und den Essener und den Bremer Fall, haben Klinikleitungen sehr schnell, sehr früh reagiert, ganz im Gegensatz zu vorherigen Zeiten. Und wenn es dann gelingt, dass aus einzelnen Taten keine Tötungsserien werden, weil wir achtsam und weil wir aufmerksam reagieren, dann ist viel erreicht. Wir werden es sicherlich nicht erreichen, indem wir dieses Phänomen tabuisieren, sondern es gehört, soweit das überhaupt geht, nüchtern betrachtet, jenseits von Dramatisierungen, aber auch jenseits von Verharmlosungen. Und darum habe ich mich bemüht, das bis hierhin zu tun. Und ich habe mich auch bemüht, das zu tun in dem Buch, das Sie eben schon hochgehalten haben. Hier kommt es nochmal, da ist es. So viel Werbung, glaube ich, muss sein. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, die Sie mir entgegengebracht haben bei diesem sehr schwierigen Thema. Und hoffe, dass Sie nicht allzu abgeschreckt sind und sich trauen, die eine oder andere Frage zu stellen. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor Beine, für diesen sehr interessanten, wichtigen, aber natürlich auch ein bisschen beklemmenden Vortrag. Sie haben es ja so gut ausgeführt, wie ich Ihr Buch ja auch gelesen habe, dass eigentlich sehr deutlich geworden ist, dass man einmal so sieht, wie ticken eigentlich die Täter. Ja? Und wenn man, wie Sie es auch selber begründet und dargelegt haben, man feststellt, dass die sich gar nicht medizinisch einarbeiten, dass man wirklich sagt, dieses Mitleid ist habe ich, weil ich alle medizinischen Akten gelesen habe und ich weiß, der hat nicht mehr lange zu leben und ich löse. Diese Prozesse gibt es ja gar nicht. Und deswegen zeigt es eigentlich genauso, wie wichtig es ist, dass wirklich die Kolleginnen, also die Berufskolleginnen, die Krankenpfleger, aber auch die Ärzte und die Hierarchie eben sehr früh nämlich ein Auge drauf hat und dann wirklich auch alles unternehmen müsste, dass eben nicht weitere Taten passieren. Weil ein Serientäter wird ja nur dadurch dazu, dass es immer ermöglicht wird und weiter ist. Das finde ich das Erschreckendste eigentlich dabei. Ja. Die Persönlichkeit des Menschen kann man nicht ändern. Die Vergangenheit und die frühkindlichen Probleme und Entwicklungsstände, das kann man ja schlecht beheben. Aber alles andere, diese Folgeprobleme, ja, das ist schon sehr bemerkenswert. Und ich glaube, da muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, was Sie dankenswerterweise ja tun, dass wir hier vielleicht das ein bisschen eindämmen können. Und vielleicht können Sie mal ganz am Anfang auch noch sagen, Ihre Schwierigkeiten, Sie haben ja schon sehr früh angefangen, auch zu sagen, ich möchte eine Studie machen, ich möchte es ja auch wirklich mal deutschlandweit erheben, auf welche Schwierigkeiten Sie eigentlich gestoßen sind, weil Sie mal geschrieben haben, es gibt gar kein Interesse seitens so eine Studie, braucht mir auch ein Multiplikator, der das auch gut statistisch macht. Sie haben eigentlich gar keinen gefunden, der das machen wollte, auch mit, oder? So ist es. Es ist so, dass ich jetzt bei der letzten Studie mehrfach renommierte Institute, die auch über repräsentative Samples verfügen von Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzten, die haben entweder von vornherein gesagt, dass sie strafbewährte Sachverhalte nicht recherchieren. Und in einem Fall
ist es so gewesen, dass der Vertrag in schriftlicher Form vorlag und die zuständige Bearbeiterin dieses Vertrages ist dann der Geschäftsführung vorgelegt hat und die Geschäftsführung hat den Vertrag einkassiert und zu ihrem großen Bedauern mitgeteilt, dass sie im Hinblick auf das Kundeninteresse, so hieß es, diese Befragung nicht machen möchte. Aber es ist nicht verwunderlich, weil Sie haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft gehört in dem Augenblick, wo derartig wenig reflektierend über solche abgründigen Phänomene geredet wird, wird es natürlich schwierig, Akzeptanz zu erzeugen dafür, dass auch und vielleicht gerade beklemmende Themen, verunsichernde und auch angstauslösende Themen bearbeitet werden. Weil natürlich ist es so, dass das nicht gerade förderlich ist für ein Krankenhaus, wenn Fehler publik werden. Aber ich würde mit meiner Erfahrung, meinem Hintergrund von heute eher sagen, ich sollte einem Krankenhaus misstrauen, das nicht sich zu einem offenen Umgang mit Fehlern bekennt. Denn passieren, geschehen, tun sie. Hm. Dazu ist es so, dass auch im Krankenhaus allzumal Menschen arbeiten.